So, yo, 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 servus, Anuse, hallo Freunde. Und zwar, ich chill hier mit dem Owl Master und mit dem Hallo. Simon. Hallo. Hallo, der Simon spielt aber nicht mit, aber er unterhaltet uns ein bisschen. So, wir starten eine Runde Block and Load, schon lange nicht mehr gespielt, lange kein Video mehr drüber gemacht. Ja. Also, Julius, du hast es schon öfters gespielt, oder was hast du gerade gesagt? Nee, ich habe das so zum ich spiele gerade zum ersten Mal. Hey, du hast ja gesagt, du hast schon das Tutorial gespielt gehabt. Ja, das Tutorial vor einem Jahr oder so. Also du Oder so. weißt gar nicht, weißt jetzt, was auf dich zukommt, oder? Nein. Aha, dann steht es aber links. Errichte deine Basis, verteidige sie und zerstöre die Generatoren der Das Gegner. habe ich gelesen. Arenen können 1, 2 oder 3 Angriffsziele haben. Das habe ich auch gelesen. Und dann erkläre doch mal den Zuschauern, was Block and Load ist und was man machen muss. Also da sind so zwei Basen und ein Kern, der muss dann zerstören. Also das ist 5 gegen 5, jeder hält dann eine eigene Ulti, wie man es von LoL kennt, jeder hat einen eigenen Block. Es gibt drei Kategorien von Helden. Die einen können Radare legen, die anderen können halt ich weiß es gerade gar nicht mehr, wenn ich meinen Shop rein, ich zeig's einfach. Heldenskins. Hast du schon Bonis? Kannst du oben auch mal auf Shop gehen? Und wenn du auf Startseite klickst, hast du drei Tagesaufgaben, für die du Blöcke kriegst. Gewinne für Adler auf der Zeit so viel Matches als Genie hält. Platziere 6 Dynamitblöcke. Oh, das mache ich dann gleich. Zerstöre 3 gegnerische Heldenblöcke in einem Match. Das sind die Blöcke, was halt nur der Held hat. So, dann gehen wir mal auf Shop. Oh, Oh. ein Spiel gefunden. Und zwar, hier gibt es auch einen Workshop. Das Spiel ist komplett gratis. Es hat früher mal Geld gekostet, 40 Euro. Und dann haben sie es irgendwann Free-to-Play gemacht. Durch diese Blöcke kann man sich Helden freischalten. Es gibt. Hier, also noch nicht einblocken klicken. Du musst jetzt wählen, Angriff oder Verteidigung. Was willst du machen? Teilung. Dann musst du aber am Generator verteidigen, ja. Ja, Das das weiß ich. hat keine Auswirkungen und das sieht man nur für deine Teammates. So, dann kommst du in das nächste Menü. Kraftpaket hält es ein Ding, Profi und Genie. Ja, das will ich Kraftpaket. Den ersten da, den ich habe. Ja, die sind generell immer frei. Es gibt immer von jeder Kategorie einen Held, der für alle frei ist. Alle anderen muss man sich freispielen. Diese Helden wechseln wöchentlich. So, meiner hatte zum Beispiel hier eine Granatwerferfunktion. Der andere kann C4 platzieren. Die Tussi kann einen Orbit-Leuchtstrahl machen. Der hat einen Ninja-Schrein, Tiki-Köpfe. Also jeder Held hat andere Funktionen. Dann Bonis. Muss man sich auch freispielen. Durch Spiele, durch Aufgaben erfüllen. Locker. Der Tony Toretto kann so Abwehrtürme bauen. Und dieser Doc, oder diese Doc, kann auch vergasen. Darf ich einblocken drücken? Helden, das kann man erst ab Level 5 machen, hier die Blöcke auswählen. Aber ich brauche Dynamit, weil ich die Tagesaufgabe habe mit dem Dynamit. Die sind ein bisschen dicker. Also man kennt Freunde, das Spiel ist so vielseitig. Dann kann man sich auch noch Skins kaufen. Guck mal, ich kann auch ein normale wählen. Ja, Block ein und unten kannst du noch eine Map voten. Ich würde sagen Lake House, aber das schaffen wir nicht. Lake House. Besser Boss. Nee, das wird tief. Dann machen wir einblocken. So, also am Anfang sind 5 Minuten Bauzeit. Die Map spiegelt sich, ja, die Gegner haben das gleiche. Man kann überall Fallen platzieren. Ich kann auch so Tretminen. Ah ja, genau. Und die Geniehelden können halt Heal hinlegen und Munitionskisten. Die anderen können so Springpulte und so Speedbodenblöcke errichten. Und wir können. Sag's mir doch. Hier. Ein Respawn-Feld platzieren und ein Bolzenradar. Also du auch. Das heißt, du musst sie vergraben, die können die auch kaputt machen, ne? Du musst es verstecken. Und wenn du farmst, wenn du Blöcke kaputt machst, kriegst du neue Blöcke zum Bauen. So, jetzt habe ich das versteckt. Wenn ihr im Spiel seid, wenn du G gedrückt haltest im Spiel mit deinem Mausrad, siehst du das? Ja. Dann kannst du mit deinem Mausrad unten diese Blöcke auswählen, dann wird dir erklärt, was das überhaupt ist. Dieser erste Block von unten in der Mitte bei dir,
Das ist dein Special. Das hast nur du. Das kannst du platzieren und dann kannst du es mit F unten rechts, siehst du es in... Unten rechts hast du auch noch Q. Mit Q hast du zwei Waffen. Q, und nebendran ja. Ist unten rechts ist F. Und F ist dein Special. Welchen, wo bist denn du? Hier so. Ah, du. Da. Hier, ich baue hier so. Ah ja, auf. Drück mal du F. Aber nicht F? In meine Richtung. Mehrere, oh. Sorry. Das kannst du alle unten rechts. Mach mal mehrfach F. Du hast noch zwei. Und jetzt, was für eine Zeit steht unten rechts? 5 Sekunden. Ja, das kannst du. Bevor du stirbst, musst du immer F drücken. Das ist dein Special, die Granaten. Und das, die würde ich nicht abfarmen. Nein. Ich würde, wenn dann, komm mit. Ja, ich folge dir. Vor allem, du kannst hier. Guck mal, jetzt baue sie hier ein Radar rein. Wo bist du? Nee, das nicht wegmachen. Bau hier ein Radar rein. 6, oder? Wie das kann ich das bauen? Rechtsklick. Auswählen und dann rein und rechtsklick. Ganz hinten hin. Bücken. Ich kann ja bücken. Ja, wie immer, STRG. Ganz hinten rechts. Draufbleiben. Ach so. Ach so, rechts gedrückt halten. Genau, und dann machst du es aber wieder. Machst du es aber weg. Geh weg. Ich mach das zu. Genau so. Und mit, das ist ein dickerer. Da braucht man länger, um den zu zerstören. Das ist super. Jetzt... Ich wollte jetzt erstmal den Generator einbauen. So, willst du überhaupt die Erklärungen von mir oder willst du einfach spielen? Ich will spielen. Die Zuschauer wollen es vielleicht aber wissen. Ja, dann erklärt Freunde, wenn ihr was. Fragen habt, auf jeden Fall, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es auch gerne einfach mal spielen. Ich liebe das Spiel. Ich mag das mit dem Reingraben und so. Soll man die Generator nicht verteidigen? Es geht erst, oben ist die Zeit, 2 Minuten noch und dann werden die, ja. Wird die Wand weggemacht. Dann soll man den nicht einbauen, oder? Es gibt übrigens rechts oben hast du die Energie, es gibt 2 in dieser Map. 2 Generatoren. Die können, müssen erst den ersten zerstören und dann den hinteren. Ebenso ist vorder. Es. Bau den vorderen ein, okay? So. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Du kannst da ein Respawn-Feld platzieren, das muss aber Deckenhöhe 2 haben und das machst du später beim Gegnern irgendwo. Wenn du dann tot bist, kannst du rechts in der Karte diesen grünen Punkt anwählen und da dann respawnen. Ja. Den ersten Granate mal so ein bisschen eingebaut. Jetzt baue ich mal mein Special-Ding. Und zwar kann ich mit F dann immer so einen Artillerieangriff machen. Der kommt dann von oben nach unten. Draufgeschossen auf die, wo ich es dann halt hinschmeiß. Und du musst halt immer alles verstecken, weil mir die Gegner kommen und draufhauen. Und den Generator kannst du halt nur mit deinem Nahkampfwerkzeug zerstören, ne? Ja. Ich muss so eine Wand hier so hin. Kaum auffällig, dass hier was versteckt ist. Kommt noch? Achso, ich muss noch 6 Dynamitsteine platzieren. Das mache ich auch noch. Kann ich aber den machen. Kann ich aber auch hier machen. Jetzt muss ich wieder ein paar Blöcke abbauen, damit ich überhaupt wieder was bauen kann. Jetzt heißt es Krieg. Ja. Los, ihr Blockköpfe. Wenn du zu denen rüberläufst, kannst du ab und zu auch mal eine Mine platzieren irgendwo, ja. Das hilft aber enorm. Die 4? 3. Ja, Alarmmine. Aber nicht 4. Und jetzt habe ich dieses. Oh, die haben einen Sniper. Sniper, ja. Oh, das, dieser Roboter, den töte ich mal so ein bisschen.
Ui! Oh, der Arsch. Er jagt mich! Oh, das Räuber. Mann, der hat mich gejagt, der andere! Oh. Ich hab ihn getötet. Ein Roboter. Ja, und umso öfter du getötet wirst, umso länger ist die Respawn-Zeit. Ich habe Gegner getötet, meine ich. Ja, das ist schön. Danke. Dann töte die fünf andere auch noch und dann hau auf den Generator drauf. Ich zerstöre weiter. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ich komme ja gar nicht darüber. Ich hab keine Rockets mehr. Ich seh dich. Aber du bist nachher. Wenn du drüben bist, musst du nachher versteckt im Respawn-Feld machen. Ich bin tot. Scheiße, er sieht mich kommen. Dann darfst du. Was Gott, da ist er. Ich gehe jetzt ganz hinten, ich versuche ganz hinten an ihrer Base zu kommen und dann mache ich ein Respawn-Feld. Dass wir von hinten angreifen können. Ich probiere die Gegner zu töten. Könntest ja einfach mal mitkommen. Ja, komm, ich habe einen Weg gebaut, da wo du gestorben bist, fast. Gott. Ich mache jetzt dir dreisterweise mal ein Radar. Ein Gefechtszimmer. Ja, du, außerdem wolltest du verteidigen. Du hast verteidigen gewählt, du Arsch. Hab ich das? Ja. Du hast, gell? Simon, du hast es gehört. Er wollte unbedingt verteidigen. Ja. Der Simon spielt sein Rennspiel. Ja. Mann, da schießt mir doch die Wände ab, so ungefähr. Du musst verteidigen. Ja, ich verteidige jetzt. Ja, die haben, da steht grad, der macht es gerade kaputt. Wo denn? Ich kann noch. Du bist am falschen Generator. Am vorderen. Genau. Dann ist er halt, hat er sich verpisst. Ja, ich komme nicht mehr raus. Vor allem solltest du mal ein paar Minen hinlegen und so. Ja, mach ich jetzt. Ja, ich bin welche. Oh, ich habe ihn getötet. Der ist auch immer gleich weiß, Mann. Ja. Da, oder? Ich habe auch wieder den Generator gehauen, aber ich habe auch ihre Schutzhülle zerstört ein bisschen. Habe ich auch schon gemacht, aber wir haben es wieder mal abgebaut. So, jetzt ist ein Spawnpunkt gesetzt, aber das bringt dir nichts, weil du musst verteidigen. Ah, scheiße, falsch. Da ist der. Die ganze Ach, Zeit. Jetzt habe ich trotzdem, jetzt habe ich falsch. Ich, wie kann man so verpeilt sein wie ich wieder? Oh, habe ich getötet. Falschen ausgewählt. Aber das macht nichts, weil ich muss eher den.
Oh! Jetzt habe ich mich ja auch noch selber getötet. Bei mir läuft. So, jetzt spawn ich am richtigen. Was machst denn du? Probier hier die Gegner so ein bisschen töten. Das ist ein Sniper. Ich weiß natürlich. Das ist der Nightshade. Oder ich sehe so ein. Aber ein. Ah. Ja. Ah, Mann, der tötet mich auch immer so komisch. Bist auch tot? Ja. Ja. Hey. Platziere doch mal noch irgendwie ein Radar unter dem Ding. Achso, und. Warte. Ja, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal. Dass der stärker ist wie ich, Mann. Wir haben uns gleich getötet, aber vorhin hat er mich immer. Ich habe viel früher geschossen als er. Ich muss noch die Dynamit-Dinger platzieren, fällt mir ein. Komm mal nach oben drauf. Ich hau gerade auf den hier Generator. Jetzt hauen wir zu zweit. Ja, wir haben ihn. Ja, genau. Er kommt danach und kriegt jetzt diese. Wird sein Name angezeigt, obwohl es meine Verdienst war. Ach ja, Mann. Du musst verteidigen, dann schaffen wir das. Ja, ich bin hier am Generator. Aber denk dran, dass du, bevor du stirbst, im Kampf immer die Granaten fallen lässt. Jo. Ich werde irgendwie angezogen. Wenn es gut läuft, schaffe ich's. Du musst verteidigen. Wir haben ihn gleich. Hm. Scheiße. Nein, Mann! Ja! Und der, natürlich der. Ja. Scheiße, und ich hab konnte die Dynamit nicht forcieren. Wir müssen nochmal einspielen. Muss meine Tagesaufgabe nochmal. Ja, das ist ja nur fürs Team, du hättest auch angreifen können, aber. Ja. Oh, ich bin Level 2. Wie viele Kills hast du? 5? Warte. Dreimal gestorben. Aber. 5 Kills, ja. Startseite. Ich muss noch einen Heldenblock zerstören und 3 Dynamitblitze platzieren. Wie viele Dinger hast du unten links? Wo unten links? Achso, 2200. Ja, weil du kannst im Shop auch so Bonis kaufen und so Zeug. Also Freunde, wie gesagt, Block and Load. Ich hau mal den Link von dem Spiel runter. Das gibt's bei Steam gratis, free to play. Durch die Aufgaben kann man sich halt hier die Helden freischalten. Man kann auch mit Echtgeld diese Blöcke kaufen hier und sich Helden freischalten. Also das ist kein Free-to-Play, sondern man kann sich nur Helden freischalten und Skins. Das ist das Coole. Das Spiel macht ultra viel Spaß, hat eigentlich gar nichts mit Minecraft zu tun, hat halt auch so Blöcke, aber mit Minecraft hat es eigentlich gar nichts zu tun. So, gut, dann wir spielen noch eine Runde, aber wir verabschieden uns jetzt und bis dann. Tschüss. Tschüss.